Der ländliche Raum kämpft geraume Zeit mit dem Fehlen praktischer Ärzte. Es gibt vielerlei Komponenten, die für einen Arzt am Land ohne Zweifel Herausforderungen darstellen. Von der an manchen Orten mangelnden Bevölkerungsdichte und den Herausforderungen mit Krankenkassen stehen jedoch auch definitive Vorteile gegenüber. Mit dem Projekt Landarzt Zukunft wird ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung gesetzt. Schönen guten Morgen, lieber Dr. Oliver Lammel. Wir sind heute bei dir in Ramsau. Herzlichen Dank für deine Zeit. Aus gegebenen Anlass, aus momentaner, ich darf das so formulieren, Problematik. Es werden in den nächsten 10 Jahren 2/3 der Landmediziner in Pension gehen und es wird ein Problem, die nachbesetzen zu können. Oliver, warum? Da gibt es einige Ursachen. Es liegt auch an uns Ärzten selber, vor allem der Nachwuchs drängt nicht gerade aufs Land. Die Ursachen dafür sind auch in einer gesellschaftlichen Änderung. Die jungen angehenden Ärzte oder Mediziner, die suchen eine gute Work-Life-Balance. Die hätten wir, nur wissen sie sie nicht. Wir haben sie in unserer Region, da gibt es genügend Möglichkeiten, wie sie sie betätigen können. Nur muss man ihnen das auch zeigen. Das ist eine der Ursachen. Jetzt gibt es in einer tollen Kooperation mit der Uni Graz und auch dir als Beteiligtem das Projekt Landarzt Zukunft. Wie schaut das aus? Ziel des Projektes soll ja sein, dass man junge Mediziner für die Landmedizin begeistert. Das heißt, dass sie nach ihrer Ausbildung auch gerne in ländliche Regionen gehen. Oliver, lass mich da nachhaken. Die Landmedizin, wie stelle ich mir das vor? Wie ist dein Job? Landmedizin findet im ländlichen Raum statt. Der ländliche Raum unterscheidet sich maßgebend vom städtischen Bereich. Wir haben nicht an jeder Ecke einen Facharzt. Das bedeutet, unser Spektrum ist sehr, sehr breit. Und auch damit auch die Verantwortung. Und das muss man den jungen Kollegen zeigen, wie man damit umgehen kann. Was sind die Vorteile der Landmedizin? Was ist das Gute daran? Warum, Oliver, warum sitzt du da? Weil es mir wirklich großen Spaß macht. Ich sehe mich eigentlich als Zehnkämpfer in der Medizin. Ich muss den kompletten Bogen vom Kind bis zum alten Menschen spannen. Und diese Vielfältigkeit ist die große Herausforderung. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich da sitze. Für dieses Projekt Landarzt Zukunft, die jungen Leute, die da kommen, was sollen sie mitnehmen? Sie sollen die Freude am Beruf erkennen. Sie sollen die Enge, die wir haben als Hausärzte und Landärzte mit unseren Patienten spüren. Und sie sollen überhaupt das Berufsbild des Hausarztes positiv sehen. Also ist wahrscheinlich kaum ein Job, unter Anführungszeichen, menschlicher als der des Landarztes. Kaum einer näher dem Menschen. Und das wird ein wichtiger Aspekt sein. Ganz genau. Sophie Eder ist Studentin im praktischen Jahr. Sie nutzt das Projekt Landarzt Zukunft, um die praktischen Vorgänge innerhalb einer ländlichen Praxis hautnah zu erleben. Also, ich habe mich für dieses Projekt entschieden, weil mich Allgemeinmedizin allgemein interessiert und weil ich mir auch vorstellen kann, früher oder später aufs Land zu ziehen. Im Moment studiere ich noch in der Stadt, also in Graz, und da wird mir natürlich sehr viel geboten. Aber ich glaube, später mit Familie würde ich schon ganz gerne aufs Land ziehen, weil da, glaube ich, die Lebensqualität und eben die Nähe zum Patienten irgendwie viel besser ist. Wenn die Sophie, die jetzt bei dir ist, deine Praxis verlässt, was wirst du ihr mitgeben? Ich hoffe, dass ich ihr einen Spirit mitgeben kann, dass sie, das wäre ja der große Wunsch des Projekts, dass sie dann doch Hausarzt wird. Wenn sich jetzt junge Mediziner für dieses Projekt interessieren, wohin können sie sich wenden? Sie können sich direkt an mich wenden oder sonst an das Institut für Allgemeinmedizin an der MedUni in Graz. Oliver Lammel, herzlichen Dank für deine Zeit. Es ist schön, dass es solche Projekte gibt und Landärzte, die sich für die Menschen und für diese Aspekte interessieren. Herzlichen Dank. Ich danke dir. Dankeschön. Das Projekt Landarzt Zukunft forciert den Menschen, den Arzt und den Patienten in all seinen Bedürfnissen.
Die Lebensqualität und die Nähe zum Menschen sind nur zwei Faktoren, die die Arbeit eines Landarztes einmalig und so individuell machen.